Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Hier gerade bei das Lager der Fallensteller. Und da gibt es eine Notiz, die wir anscheinend finden müssen. Da. Was zum? Achso. Verstehe ich schon. Nein. Zumindest eine konnte ich entschärfen. Wieso plötzlich dunkel geworden ist. Na gut, die Mine treffe ich wohl nicht. Ich dachte schon, ich passe hier nicht durch, ich bin zu fett. So, Redway. Instant Püree. Munitionskiste. Das ist eigentlich eine gute Idee. Wir werden gleich mal nach Hause gehen. Wir müssen ja sowieso nach Hause wegen neuen Fusionskernen. Und da werden wir gucken, was wir momentan am meisten für Munition haben und versuchen uns da eine ordentliche Waffe herzustellen. Alternativ kann ich natürlich die Nahkampfwaffe rausholen und einen auf YOLO machen. Aber die beste Idee ist das nicht. Diese Mutantenschweine haben uns angegriffen, Trove. Wir haben dir doch gesagt, dass wir eure Hilfe brauchen, um ihnen einen Präventivschlag zu verpassen. Danke für nichts. Sie haben Walter und ein paar andere nach Hunterswill gebracht. Keine Ahnung, was sie mit ihnen anstellen werden, aber ich werde nicht mehr lange genug hier sein, um es herauszufinden. Walter ist vermutlich schon tot und er hat das Band. Das Lager können wir also abschminken. Das geht voll auf die Kappe. Voll auf deine Kappe. Du wirst das Band zurück... du willst das Band zurückhaben? Dann suche im Hunterswill nach Walters Leiche. Als er zum letzten Mal gesehen wurde, hatte er seine verrückten Tarnklamotten an. Die letzten von uns verlassen das Schiff. Wir sind hier fertig, Chuck. Okay, die Frage ist jetzt, können wir da hinreisen oder nicht? Wenn wir nicht hinreisen, dann gehen wir nochmal zu Fuß hin. Mutanten und Eintopf, aber kenne ich schon. Aber kann man verkaufen. Naja, was soll's. Irschlieder. Ansonsten gibt es hier wahrscheinlich nichts Aufregendes. So, ich vermute mal, dass das Camp hier direkt in der Nähe sein muss. Oh, hier ist doch das Band. Thorpe, wir haben hier ein kleines Problem. Ich werde dir dieses Holoband so schnell wie möglich per Boten schicken. Die anderen Fallensteller und ich haben wie vereinbart ein Lager in der Nähe von Devil's Backbone errichtet. Alles lief nach Plan. Es gab viel zu plündern. Immer noch jede Menge arme Gestalten, die von Osten herkommen. Aber, weißt du noch, dass wir uns von Huntersville fernhalten und das Wasser in der Umgebung nicht trinken sollten? Wir dachten, dort befände sich nur eine Art Quarantänezone voller kranker Leute. Darum haben wir stets einen Bogen darum gemacht. Vor einer Weile hörten wir aus der Ortschaft ziemlichen Lärm, also schickten wir einen Späher hin, um das zu überprüfen. Als er zurückkehrte, sprach er von riesigen grünen Typen, die dort herumstapften und versuchten, die Zäune um den Ort niederzureißen. Das ließ ich mir von ihm zeigen und traute meinen Augen nicht. Es waren tatsächlich riesige grüne Kerle, die den ganzen Ort verwüsteten. Und dann erschien plötzlich die stählerne Bruderschaft. Sie marschierten ein und griffen die Typen an. Aber es lief nicht besonders gut für die Bruderschaft. Als sich abzeichnete, dass die gepanzerten Trottel verlieren, schleppten wir unsere Ärsche hierher zurück. Und so ist jetzt der Stand der Lage. Sie kämpfen immer noch. Wir beobachten die Situation, aber sollte die Lage eskalieren... Okay, die Frage ist nur, wie konnte er die Botschaft noch zu seinem Chef bringen, wenn sie alle angegriffen worden sind? Braucht man da nicht jeden Mann? Hallo, Movement! Lass ich mal gucken, wie viel Schaden ich mittlerweile mache. Oh, guck mal, der läuft da rum. Okay, ich habe ja... 87 Schaden?
Ah, jetzt ist wieder 130, okay. Seltsam. Der ist extrem schnell weg. Aber richtig. Wie soll man denn sowas töten? Hinterlässt er wenigstens irgendetwas? Keine Ahnung, eine Feder oder eine Waffe oder irgendwas. Hier habe ich ihn getroffen. Kann man vielleicht die Blutspur weiterverfolgen? Nichts kann man machen. Oh, hallo Brettbestchen. Schön, dass ihr den Weg zu mir gefunden habt. Seid ihr meine neuen Haustiere, ja? Das finde ich seltsam. Wieso verfolgen die mich? Gib mir deinen Scheiß, ich muss kochen. So, wir müssen in die Richtung. Das heißt, wenn ich das nächste Mal mich nach Hause teleportiere, werden die wahrscheinlich auch da aufploppen. Dann haben wir Haustiere. Zwar tote Haustiere, aber immerhin. Besser als gar keine. Ja, hinten sind nur Pylone, okay. Hallo, Mr. Beauty. Vielleicht sollte ich ein paar Rüstung mitnehmen. Habe jetzt zum Glück mal wieder ein bisschen Munition bekommen. Lose Schrauben, 3 Stück. Der Wahnsinn. Na gut, jetzt sind wir eh mit der Backerrüstung durch, aber Schrauben kann man immer gebrauchen. Das ist eine Mine. Die juckt mich nicht. Das kommt mir hier irgendwie bekannt vor. Ist das nicht die Schrotthalde hier, wo wir ein Stück Power-Rüstung gefunden haben? Muss kämpfen. Muss kaputt hauen. Das ist eine ganz gefährliche Nummer, die ich hier mache. Moment. Kommt er raus? Da ist er doch. Wo ist der Kollege? Ach, ich liebe die Waffe. Die ist einfach toll. Warum kein Kübelkopf hier? Ihm würden die Beine abreißen. Bist du jetzt erst gestorben? Okay. Schrauben. Superkleber. Abstergo. Okay. Da hinten muss unser Ziel irgendwo sein. Also, oh. Mit dem Blei, was wir haben, werde ich höchstwahrscheinlich Munition für diese Waffe hier herstellen. Weil das ist momentan das Beste, was wir haben. Und darauf wird es halt immer wieder hinauslaufen. Ein Supermutanten-Biest, Stufe 22. Ist ja gar nichts.
Ja, irgendwie mache ich auch keinen Schaden. Oh, der wird herkommen. Vielleicht macht er mir sogar eine Tür auf. Das wäre echt nice. Okay. So geht das natürlich auch. Gut, dann schleichen wir uns weiter voran. Blähfliegendrüse, Armbrustbolzen. Oh, wenn die mich treffen, ne? Oh Gott, oh nein, Gefahr. Scheiße, ich muss weg. Ich kann nicht mal laufen. Oh nein! Oh nein! Lecco mio, Alter. Da ist alles vermint. Kann ich mal weglaufen. So, weil meine Waffe macht aber immer noch Schaden, ja? Weil ich kann mir nicht mehr sicher sein, ob die Waffe Schaden macht oder nicht. Ah, eine Munition verschwindet, scheiße. Es gibt's doch nicht! Oh oh. Das war's wert. Kurz verstecken. Okay. Wir können wieder. Hier muss aber weiter rumlaufen. Okay, okay, okay. Aufgepasst, Leute. Noch nicht in Sicherheit liegen. Der ist Stufe 16. Wieso hab ich den nicht gewone-shottet? Weißt du, ich laufe im Gebiet mit irgendwo 60er-Gegnern rum. Und dann sind hier einfach so super Mutes, die sind Level 16. Ist klar. Oh. Hui! Ich habe keine Rüstung, Dude. Bitte sei vorsichtig. Wo ist denn hier noch einer? Nehmen wir das mit. Vielleicht wäre ein richtiges Visier für die Waffe eine gute Idee, oder? Ich meine, wenn das schon eine gute Sniper ist, dann sollte sie auch ein Visier kriegen. Gut, lass uns mal ein bisschen Munition schnappen. Wahrnehmung plus 2. Dank deines geschulten Blicks fällt dir an der Leiche in der Nähe etwas auf. Ihr Bauch ist seltsam gebläht, als ob jemand sich daran zu schaffen gemacht hat. Du solltest dir das genauer ansehen, bevor du fortfährst. Verschwunden war. Alles nichtsnutzige Weicheier. Margie hatte ihr eigenes Zimmer bei den Sunnytop-Pisten. Das ist ihr letzter bekannter Aufenthaltsort. Finden Sie heraus, ob sie irgendwas zurückgelassen hat. Okay, dokeli.
Hallo, Mr. Jengels. Schön, dich mal wiederzusehen. Leider kann ich dich nirgendwo hinstellen, wie damals bei Fallout 4. Schade. Bin ich jetzt so krass überladen, dass ich nicht mal mehr laufen kann? Ach so, nee, ich hatte keine Ausdauer. Also so eine Werkbank wäre echt nice jetzt, ne? Sag's nur, pst. Ich habe keine Ahnung, wo die Musik herkommt, aber ich vermute mal von oben. Souvenir Faultier. Nehme ich mit. Okay, wir haben hier unten auf jeden Fall noch der Huntersville-Vorfall. Wer ist da? US Army, Ma'am. Bitte machen Sie auf. Was wollen Sie? Öffnen Sie einfach die Tür, Miss Sherman. Ja? Im Namen der US Army und von West Tech werden Sie hiermit aufgefordert, uns Ihr Kind, Dalton Sherman, sofort zu übergeben. Was? Nur über meine Leiche. Er ist krank. Er geht nirgendwo hin. Sie haben keine Wahl. Wo ist er, Ma'am? Natürlich habe ich eine Wahl. Mein Kind bleibt hier bei mir, sonst werde ich... Ma'am, wenn Sie nicht sofort beiseite treten, holen wir ihn selbst. Haben Sie das verstanden? Legen Sie das Messer weg, Miss Sherman. Ich bitte Sie nicht noch einmal. Nein, raus aus meinem Haus. Dalton ist krank, das ist alles. Er wird wieder gesund werden. Sie können ihn nicht einfach mitnehmen wie die anderen. Das lasse ich nicht zu. Was heißt jetzt für die anderen? Gibt es da auch ein paar Infos? Verdammt! Corporal Gibbons, holen Sie einen Leichensack. Private Zaleski, holen Sie das Kind. Ist das so eine Art Spartan-Programm, was die da durchziehen oder so? Ich kann hören, wie sie gegen die Tür schlagen und versuchen, nach drin zu kommen. Sie haben sich meinen Vater geholt, meine Mutter erschossen und jetzt haben sie es auf mich abgesehen. Ach, jetzt geht's um den Jungen. West Tech und das Militär verwandelten unsere unschuldige Stadt in einen grauenhaften Ort. Ich weiß nicht, womit sie die Luft oder das Wasser vergiftet haben, aber alle sind krank. Alle verändern sich. Für mich ist es längst zu spät. Verschwinde so schnell wie möglich, solange du es überhaupt noch kannst, Nina Benchley. Aber es sagt mir immer noch nicht, was hier passiert ist. Ich meine, die Stärke von Bethesda ist doch, Geschichten zu erzählen. Also muss es hier noch mehr Geschichten geben. Oder nicht? Und eine Werkbank wäre vielleicht auch nicht schlecht. Deswegen laufe ich hier endlich nur rum. Ich brauche eine scheiß Werkbank. Okay, das war eine Niete. Schade, das sah interessant aus. Und dann war es das doch nicht. Okay, folgender Plan. Wir werden jetzt einfach in irgendeine Richtung gehen. Hoffen, dass wir da unser Zeug abladen können, nach Hause gehen. Und dann werden wir nach oben. So, wo sind wir jetzt denn gerade? Ja, gehen wir ein bisschen in die Richtung. Gucken wir mal, was wir hier so finden, ne? Lassen uns mal überraschen. Moment. 369. Okay, wir sind so ein bisschen überladen.
Also rein theoretisch muss ich ja den Fusionskern gar nicht verschwenden. Ne? Ich kann ja die Rüstung einfach ausziehen, so laufen und dann, wenn ich den Power-Rüstung brauche, anziehen. Eigentlich schon. Aber ich kann 305 tragen mit der Power-Rüstung. Das ist nicht schlecht. Aber ich kann sowieso nicht schnell laufen. Von daher. Und wenn ich überladen bin, wird der Fusionskern noch mehr belastet. Wir sollten die Power-Rüstung einfach immer nur rausholen, wenn wir sie auch wirklich brauchen. Ich glaube, das ist die beste Idee, um zumindest jetzt, wo wir noch nicht so viele Fusionskerne haben, Fusionskerne zu sparen. Also können wir so damit rumlaufen. Haben wir noch was zu essen dabei? Brennt bisschen Herz. Ja, ziehen wir uns rein, was soll's. Hier ein paar Gewürze, Insta-Püree, Liguan am Stiel, fertig. Ich meine, bevor das Zeug vergammelt, man muss es ja nicht sparen oder so. Leider vergammelt das Zeug auch irgendwann. Okay, gehen wir Richtung Berg. Hoffen, dass wir vielleicht noch irgendwo eine Hütte oder irgendwas finden. Devil's Blackbone. Oh. Jetzt schwören können, ich habe da im Wasser Augen gesehen. Ah, nee, war nur Müll. Alles gut. Wir sind safe. Wo sind die Berge? Achso, wir haben sie erreicht. Ja, gehen wir weiter in die Richtung. Wir müssen uns auch bald mal wieder um Heilung kümmern. Ich hatte 35 Stims. Ich hatte in der Höhle, in der wir waren, alle Stims verschwendet, weil ich umzingelt war. Oh, komm, wie cool das von hier aus aussieht. Ich habe ein neues Emote. Ich denke mal, wir werden hier einfach mal ein neues Foto schießen, oder? Was haltet ihr davon? So, Menü, Fotomodus, zack. So gucke ich jetzt nach unten. Ausdruck brauche ich, glaube ich, nicht. Positionieren. Der hier war neu. Der ist momentan gratis, deswegen. Es sieht ein bisschen blöd aus, wenn ich nicht in die Ferne schaue, sondern genau auf den Berg. Da schaue ich hin, anstatt da hinten hin. Okay, das müssen wir nochmal ändern. Machen wir so. Ja, sehr schön. So, dann Ansichtrollen. Was ist denn Ansichtrollen? Ach so. Okay. Hier kann ich weiter weg. Okay, das ist cool. Können wir das machen? Reichweite. Wir können noch weiter sehen. Okay, ich glaube, hier dran muss ich nicht spielen. Filter. Gibt, glaube ich, eigentlich nichts Geiles hier, oder? Also so ein Sonnenuntergang in Pink. Das kann sich doch sehen lassen. So. Bingo, bingo. Foto gemacht. Okay, wir haben hier noch Bunker. Okay, da können wir gerne hingehen. Aber zwei Stück? Erstmal muss ich den Abstieg hier überleben. Ach du Scheiße, nein. Oh nein. Ich kann nicht schnell reisen. Oh.
Schau mal, Mothman. Ich habe ein kleines Problem, Leute. Ich komme hier nicht weg. Ich muss mich ausloggen. So, Freunde, ich würde sagen, mit diesem schönen Ausblick verabschiede ich mich für heute von euch und wir sehen uns morgen in einer neuen Folge und dann werden wir nach Hause zurückkehren, gucken, von was wir am meisten Munition haben und versuchen uns darauf einzustellen. Haut rein, euer Zero. Tschüss.